Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Alles klar, Jungs. Trinken wir auf unseren Freund Achom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, Achom! Auf dich! Auf mich! Ohne dich, Achom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf dich, Achom. Ich würde es gerne nehmen, aber ich kann nicht. Achom, auf dich! Und noch einen trinken. Achom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwodka ihn umhaut. Hauptsache geht unauffällig eine leicht bekleidete Frau im Hintergrund vorbei. Das müssen wir mal untersuchen. Auf unser Glück. Und auf Achom. Oh, echt jetzt? Nochmal? Auf deine Gesundheit. Ich wollte den ganzen Wodka her haben. Der Wodka haut rein. Nö, ich merke noch nichts. Wem sagst du das? Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mich. Wenn ich jetzt schwanken würde, das wäre cool. Und laufen. Wir sind durch eine Art. Ich hab meine Rechte! Lass mich aus der Station raus! So. Was ist das? Dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Lass mich das nächste Mal den Helden spielen. Ist noch irgendwo Moon, die er nicht braucht? Mann, ich weiß nicht auf mal, wie wir es zur Streckensperre geschafft haben. Ich trinke ebenfalls auf einen so netten Kerl. Auf Adjom! Krieg ich noch ein? Mein Zeug ist das Beste in der Gegend. Das Einzige in der Gegend. Schau vorbei, wenn überall findet man was. Mein Zeug ist das Beste in der Gegend. Ist nämlich das. Verschwend doch keine Muni an Plattenspieler. Oh, ein kleines Kind. Hallo. Sind Sie Atium? An der schwarzen Straße wartet ein Mann auf Sie. Er ist irgendwie groß und unheimlich. Und er riecht auch nicht gut. Das haben Männer so an sich. Für eine Patrone führe ich sie dahin. Willst du mich verscheißern? Oh. Wahrscheinlich haut er gleich ab mit meinem Geld, aber okay. Danke, gehen wir. Ich bin zu kinderlieb. Wahrscheinlich verscheißert er mich gerade. Oh. Ey, wieso komme ich hier nicht lang? Ah, bücken. Hilft manchmal. Hey, gehen wir! Ja, ja. Ich bin halt nicht so klein wie du. Ich muss mich hier immer durchbücken. Kann man nicht eben was machen? Folgen wir ihm weiter unten. Da hinten sitzt er. Also, ich gehe. Wiedersehen. Dankeschön, kleiner Mann. Komm her. Du bist Artyom, richtig? Setz dich. Ich setz mich. Man nennt mich Bourbon. Hör zu. Ich muss zur trockenen Station, um Geschäfte zu erledigen, aber dieses Rattenloch ist abgeriegelt. Ich kenne jedoch eine sogenannte verfluchte Passage, vor der man hier Angst hat. Aber wie ich gehört habe, wirkt die Scheiße in den Tunnels bei dir nicht. Du kannst mir also dorthin helfen. Und ich gebe dir meine AK, wenn wir dort sind. Abgemacht? Gut. Ja, klingt gut. Hier ist eine Vorauszahlung für den Fall, dass du dich erst ausrüsten musst. Bist du bereit? Na gut, ich warte. Aber trödle nicht herum. Er hätte fast bereit gedrückt. Wir nehmen uns jetzt erstmal unsere Vorauszahlung. Dankeschön.
und schauen uns noch ein bisschen auf der Station um. Ein kleiner Cut. Das liegt daran, halt an der typischen, ich speichere nicht, wann ich kann, beziehungsweise ich darf nicht speichern, wenn ich kann. So, also wir... Oh, Muni. Hey. Dankeschön. Wir werden uns gleich wahrscheinlich noch etwas ausrüsten, bevor wir mit diesem guten Mann, der den Namen eines Whiskys hat, auf die Reise gehen. Aber vielleicht finden wir hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Schauen wir mal. Oh. Nein, alles zu. Hey, Baby! Gefällt dir, was du siehst? Du schon wieder? Nee, ich habe kein Geld dafür. Ich sammle gerade noch. was ist denn das hier? Es klingt nicht so gut, aber es liegt Zeugs rum. Gerade, ob ich hier wirklich lang gehen will. Was ist denn das? Eine Lampe? Ah. Muss ich wegschieben? Hm. Ich bin mir sicher, da kommt man wahrscheinlich irgendwann später im Spiel nochmal lang und darf es einfach jetzt noch nicht. Kann auch keine Safes öffnen? Nein. Von hier gekommen? Nein. Nichts drin. Schade. Ist auch nichts. Jetzt gehen wir hier lang. Ah, gute Frau. Guten Tag. Nee, ich bezahle dich nicht. Ist mir jetzt gerade zu teuer. Creepy, ey. Oh Gott. Höchst effektives Licht. Ist auch nichts drin. Ist nichts. Ah, lass mich raten. Da wäre ich mit dir hingegangen. Danke, aber nein, danke, gute Frau. Da bin ich gekommen. Sind alle am Schlafen hier. Was hast du für eine Funktion? Ja. Der Durchgang ist nur für Bewohner und lokale Arbeiter offen. So, so. War ich nicht letztes Mal bei den Schweinis? Ja, hier war die Bar, da waren wir auch schon. Du willst scheinbar auch nicht rein. Das Kind macht immer noch gruselige Sachen. Ist hier keine Händler? Doch. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Oh, weil man nur wüsste, was man kaufen soll, ne? Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Ich halte ja nicht viel von Schrotflinten, ne? Ich finde, ja, Schrotflinten sind meistens... Nur zum Ausatmen. Neue Filter. Ich weiß gar nicht, ob ich einen neuen Filter brauche. Ein Heilmittel für alles. Ich habe noch 5. Brauche ich keinen. Nehmen Sie sich ein paar. Ein Wurfmesser. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Nur zum Ausatmen. Nee. Wie auch immer.
Was hast du so? Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Natürlich. Nee, so ein Bastard brauche ich jetzt auch nicht. Wie Sie wollen. Verkauf und Ankauf. Ach so, okay. Was ist jetzt ein Unterschied? Das, ach so, ja, klar. Was ist das? Das ist für meine... meine Maschinenpistole, ne? Bisschen was kaufen. Man weiß ja nie, wo man hinkommt. So. Wow, bist du wirklich auf einem Handwagen hergekommen? Nein, bestimmt nicht, der erzählt nur Schmarrn. Wow, ich würde gerne. Das sind aber viele Leute, die mich nicht durchlassen. Okay. Okay, also wir können scheinbar nichts anderes machen, außer Munition. Kind, schieb mich nicht weg. Munition kaufen und, ja. Jetzt überlege ich natürlich, ob ich mit 100, ob 100 reichen oder ob ich vielleicht noch mehr kaufen sollte. Gib mir bitte ein paar Patronen. Medipacks für der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Da habe ich noch ein paar mehr mit. 160. Guter Deal. Muss dann aber reichen. Hi. So, wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Kann ich hier rüber springen? Nein. Oh. Das hätten wir doch fast übersehen. Gut. Ihr habt Spaß, Leute. Hier ist nichts. Der hat mich hergeführt. Mal da oben hin. Wenn mich das Spiel lassen würde. Nein, lässt mich nicht. Okay, dann nicht. Dann gehen wir hier lang. An den Toiletten vorbei. Gucken, ob da noch irgendwas Nützliches ist. Könnte ja sein, ne? Der Troller waren wir immer noch nicht. So, ich... Bist du bereit? Ich hoff's mal. In diesem Mistloch zu hocken ist nutzlos. Ja. Doch gesagt, dass ich bereit bin. Geh da einfach weg. Oh, warum überrascht mich das jetzt gerade nicht? Willst du aufhören, so creepy zu summen? Wir gehen alle in den Tod. Na super, vielen Dank. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Ja. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Ich glaube aber auch, das war eine schlechte Idee. Klasse, wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig decken, kommen wir durch.
Upp. Kannst du aufhören, einfach wegzulaufen? Ach, nur die Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Lauf nicht immer weg. Bleib bei mir. Scheiße. Hast du irgendwas Nützliches dabei? Alles mitnehmen. Gott, ist schon wieder weg. Immer ist der Typ weg. Seltsame Geräusche. Entweder macht der Boden dieses Geräusch oder der Wind. Ich habe auch Geschichten von singenden Rohren gehört. Wenn du länger zuhörst, kannst du die Stimmen der Toten hören. So ein Quatsch. Können wir nicht mal eben hier reingucken? Vielleicht was? Okay, fliegendes Holz. Nein, wir gehen wieder zurück. Kleine Ratten. Kleine Ratten sind okay. Große Ratten sind nicht okay. Welche Sachen? Oh, hallo. Scheiße, eine Karawane. Alle sind tot. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Ha, witzig. Auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Hoppla, eine Drahtschlinge. Ausgezeichnet, um Blinde und Wagemutige zu beseitigen. Alles mitnehmen. Was? Da ist eine. Wie soll ich denn jetzt darüber gehen? Soll ich jetzt springen oder was? Hopp. Wollen die jetzt entschärfen? Irgendwie oder nicht? Ruhe, wir haben Gäste. Verstecke dich in dieser Ecke und sieh zu, wie Onkel Bourbon arbeitet. In dieser Ecke? Genau in dieser Ecke? Wo du schon drinnen hängst? Mensch, der summt dasselbe dumme Lied. Das wird ihnen eine Lehre sein. Nimm das Messer als Trophäe und komm. Schnell. Sie haben sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? Ja, klar. Soll ich das jetzt auch leise machen? Oh, schleichen, ne? Ich und schleichen. Gott. Was ist denn der andere jetzt? Sichern und laden! Was ist los? Scheint ruhig zu sein. Was? Alles gut. Oh, nu?
Soll ich das jetzt mit allen machen? Du hättest auch ruhig was machen können, ne? Zu zweit hätten uns jetzt auch durchschießen können. Was ist der Typ mit der... Ups, ich bin immer irgendwo durchgelaufen. Na, sieht ruhig aus. Bereit machen, Leute. Da kommen Besucher. Echt? Scheint ruhig zu sein. Klappe, geh nachschauen. Ich gebe dir Deckung. Ich bin nicht verrückt. Du gehst. Ich gebe dir Deckung. Ach, Memme. Du gehst. Nein, du gehst. Oh, okay. Halte deine Augen offen. Niemand. Vielleicht eine Ratte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Kann ich da nicht so bis da hinten wären? Kann ich das? Boah, tatsächlich. Hihihi, das ist ja cool. Wir haben hier einen verdammten Toten! Oh ja, das habt ihr. Könnt ihr mit dem Messer auch leise meucheln? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, shit. Sie haben uns gesehen. Du kannst jetzt auch rauskommen. Da kommt einer von der Seite. Hier wirst du nicht lange bleiben. Links. Da bist du ja. Hier, nimm etwas Blei, du Hundesohn. Selber Hundesohn. Triffst ja noch nicht mal. Der hat eine Granate. Huch, bin ich da hochgekommen. Da hinten ist noch einer. Bereit machen zum Agieren! Die beiden da jetzt tot? Ich glaube, ich habe alle erwischt. Oh. Ja, und so subtil kann man an die Sache rangehen. Kommst du jetzt auch wieder raus? Du? Guter Mann?
Oh, irgendwer ist noch da. Der. Wir haben hier einen echten Idioten. Autsch, ja. Zu rechten. Ach nee, jetzt kommt der oder was? Die habe ich ja auch schon, oder? Alles mitnehmen? Was ist denn das für ein Ding? Voltkanone nutzt eine elektromagnetische Ladung, um Kugelgeschosse mit sehr hoher Geschwindigkeit abzufeuern. Ähnlich wie Luftdruckwaffen muss die Voltkanone posieren wir später aus. Irgendwo was? Wo ist denn der andere jetzt schon wieder hin? Ups. Hallo Desktop. Okay. Klappe, geh nachschauen. Ich gebe dir Deckung. Du hältst mir wohl für blöd. Du gehst, ich gebe Deckung. Ach, Memme. Müsste da jetzt nicht einer rauskommen? Autsch. Oh, ja, eindeutig ist da. Wieso tust du eigentlich nichts? Unglaublich. Ich sag euch das. Unglaublich. Das merke ich mir. Das merke ich mir. Maddie. Du bist tot. Ist selber gleich tot, Penner. Ist der? Auf den Boden. Da bist du ja. Sagt gute Nacht, Mädels. Ein bisschen dumm, oder? Und er lässt mich die ganze Arbeit machen. So ein Sackgesicht. Ist noch irgendwas dabei, Jungs? War hier nicht einer hinter? Ach nee, der ist weitergelaufen, ne? Irgendwelche Vorschläge?
Ach, unauffällige Tür. Unser blutiges Gemetzel mit den Banditen war vorüber. Mit Monstern und Mutanten hatte ich gerechnet. Aber wie viele weitere Mitmenschen werden noch versuchen, mich zu töten, bevor ich die Polis erreiche? Das erfahren wir im nächsten Part. Und ich hoffe, im nächsten Part macht Mr. Bourbon mal ein bisschen mehr von der Scheißarbeit. Bis dahin, moin moin und macht's gut.